Ja, also wir sind hier in Gerersdorf im G3. Das G3 hat sich wieder was ganz Tolles einfallen lassen. Wir haben hier einen wunderbaren Eislaufplatz, einen Inter-Eislaufplatz, der geöffnet ist vom 18. Jänner, also mit heutigen Tag, und dann geht bis zum 16. Februar. In welchem Zeitraum ist er geöffnet? Wir haben Montag bis Mittwoch immer von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Donnerstag, Freitag von 14 bis 19 Uhr und samstags ganztägig von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Und wir freuen uns einfach, wenn die Kunden vom G3 Shopping Resort Shoppen mit Erlebnis verbinden können. Genießen Sie hier den Eislaufplatz oder genießen Sie einen Kaffee hier direkt beim Segafredo und schauen Sie Ihren Kindern zu, wie sie eine Runde nach der anderen ziehen. Wir würden uns einfach freuen, wenn Sie eine ganz tolle Zeit hier haben und möchten Ihnen einfach eine Freude bereiten. Das ist ein Grund, warum wir uns für den Indoor-Eislaufplatz entschieden haben und wir möchten einfach auch unseren Platz, unsere Aktionsflächen nutzen. Und ein ganz großer Vorteil, Sie können hier immer herkommen, egal bei Wind und Wetter. Sie sind hier geschützt, müssen nicht frieren. Handschuhe, Mütze können Sie zu Hause lassen, Schlittschuhe anziehen und los geht's. Und was eben auch ganz praktisch ist, wir haben einen kostenlosen Schlittschuhverleih, als auch die Eisbahn selbst ist kostenlos. Also vorbeikommen und probieren, das ist das Motto. Das heißt, dem Vergnügen sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt sehe ich da einen jungen Mann, der da steht hinter seinem Pult. Was hat der für eine Aufgabe? Genau, das ist unser DJ Patrick. Wir haben jeden Freitag Disco und Eis und von 14 bis 19 Uhr können Sie musikalischen Klängen lauschen und im Rhythmus dazu auf den Bahnen ziehen. Nun, wie gesagt, und das absolut wetterunabhängig und man kann es wirklich genießen, Shopping, Sport und Freude und Spaß. Genau, einfach eine schöne Zeit hier im G3. Darüber würden wir uns freuen, wenn wir den Kunden ein Erlebnis bieten können. Wir haben erfahren, dass man, wenn man häufiger kommt, es einen kleinen Preis gibt oder ein kleines Gute, wie auch immer man es nennen mag. Was ist das? Genau, wir haben ja unseren Eislaufspaß im G3 und einen Sammelpass. Man kann ja so lange Schlittschuh fahren, wie man möchte. Pro Tag kann man sich einen Stempel abholen und man bekommt auch immer ein kleines Geschenk in der Form von einem Schlüsselanhänger. Und wenn man hier den kompletten Sammelpass voll hat, also drei kleine Geschenke schon gesammelt hat, dann gibt es beim vierten Mal den Hauptgewinn. Und das ist hier einmal unsere Prinzessin Elsa. Die, also wenn man sozusagen viermal hier war, Sport getrieben hat, Spaß gehabt hat, seine Runden gedreht ist, dann bekommt man eben Prinzessin Elsa. Oder wenn man lieber ein Schneemann-Fan ist, dann natürlich diese Figur. Das sind sozusagen die Hauptgewinner. Vorbeikommen, holt euch bei jedem Stempel eine Kleinigkeit und freut euch am Ende eben auf ganz tolle Disney-Figuren. Jetzt habe ich da zuerst noch, dass wir das gleich auch noch einmal dazu sagen. Ich habe gehört, da hat mir jemand erzählt, also man darf da mit den eigenen Schlittschuhen kann man da nicht fahren. Es kommt drauf an. Also man darf nicht ganz, ganz spitze Schuhe, zum Beispiel die man für Pirouetten verwendet. Schlittschuhe vom Eishockey würden gehen. Aber falls es Ihnen zu viel Aufwand ist, die eigenen mitzunehmen. Wir haben hier eben einen kostenlosen Schlittschuhverleih in allen Größen. Einfach hier ausleihen, wie man es mag. Ist auch praktischer. Richtig.